gegangelt. In der Jakob-Muth-Schule findet jetzt die Covid-19-Cluster-Studie statt. Wenn Sie mich fragen, Nobelpreisverdächtig. Die Idee hatte, dass die Universität Bonn, ja, also die gesagt haben, wir möchten gerne eine Feldstudie im Kreis Heinsberg machen, wo man sagen kann, die Erkenntnisse, die wir hier gewinnen, in einer sehr konzentrierten und sehr repräsentativen Form, die können Gültigkeit für ganz Nordrhein-Westfalen, für ganz Deutschland, vielleicht sogar für die ganze Welt haben. Karl-Josef Laumann war sofort begeistert von diesem Projekt und eine Stunde später hat mich der Ministerpräsident Armin Laschet angerufen und hat eine Förderung dieser Studie zugesagt. Zunächst, werden Sie natürlich eingeladen, hier hinzukommen, dann werden Sie erstmal aufgenommen und abgeglichen, dass wir Sie auch wirklich eingeladen haben. Sie werden dann einen Fragebogen ausfüllen und dann wird Ihnen ein Abstrich abgenommen und Blut abgenommen. Die Leute haben eine hohe Bereitschaft mitzumachen, weil wir uns in den letzten Wochen wirklich hier auch im Kreis Heinsberg solidarisch untereinander gezeigt haben. Das heißt, wir haben unter dem Hashtag HSBStrong auch ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl entwickelt. In einem anderen Teil der Studie, die von der Hygiene in Bonn geleitet wird, mit Frau Dr. Dr. Ricarda Schmidthausen, werden Abstriche von Türklinken, Fernbedienung, Handys, aber auch Abwasser genommen. Wir haben das in den letzten Wochen schon sehr viel gemacht bei Menschen, die infiziert mit SARS-CoV-2 sind. Und wir haben gelegentlich Virus auf Türklinken oder im Abwasser gefunden. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Das Virus war nicht infektiös. Ich glaube, in einer Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo sehr viel Verunsicherung herrscht, ist es die Pflicht und die Aufgabe der Virologen, Fakten zu schaffen und schnell Fakten zu schaffen. Und daher ist unser Plan, dass wir nächste Woche bereits die ersten Ergebnisse haben, damit wir Empfehlungen formulieren können, wie wir zum einen das Virus eingedämmt halten können, aber auf der anderen Seite vielleicht bestimmte Beschränkungen wieder aufgelockert werden können. Das, was wir hier alle machen, dass wir alle auch die Beschränkungen, die unser aller Alltag mit sich bringt, die tragen wir gemeinsam. Und auch das, wie wir da wieder rauskommen aus der Situation, das tragen wir gemeinsam.